eure Sache. In letzter Zeit häufen sich die Diebstähle in der Stadt. Wir konnten bisher niemanden fassen. Die Diebe gehen einfach zu geschickt vor. Es würde mich nicht wundern, wenn es in Korinis eine Diebesgilde gäbe. Die Mistkerle verstehen ihr Handwerk. Ich bin mir sicher, dass es sich um eine organisierte Bande handelt. Hey, was machst du hier unten? Raus mit der Sprache. Was willst du hier? Ich wollte mal gucken, was hier so los ist. Hier gibt's aber nichts zu gucken. Du bewegst dich auf gefährlichem Gebiet, klar? Was machst du hier? Ich wohne hier. Noch so eine dumme Frage und ich schneide dir ein Muster ins Fleisch. Ich hab mit Ramirez mehr Dinger gedreht und mehr Kohle einkassiert, als du jemals sehen wirst. Hast du dich verlaufen? Ich denke, das hier ist nicht der richtige Ort für dich. Wenn dir hier was passiert, wird dir niemand helfen, also sei vorsichtig. Schlösser knacken ist die hohe Kunst der Diebe. Du brauchst eine Menge Fingerspitzengefühl und Intuition und ein paar gute Dietriche. Du musst nur noch geschickter werden. Hallo, ich bin ein dreckiger Dieb. Ja, was willst du jetzt machen? Her mit der Kohle. Ja, ich bin ein dreckiger Dieb. Aha, was springt für mich dabei raus? Schau mal, ich bin ein dreckiger Dieb. Ja, ja, schon gut. Zeig mir den Taschendiebstahl. Tja, ich bin ein dreckiger Dieb. Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Dreckiger Dieb. Hey, du bist auch dabei? Ich sag dir was. Wenn du vorhast, in der Stadt Taschen auszuleeren, sei vor allem bei den Händlern vorsichtig. Die achten ziemlich genau auf ihren Kram. Aber ich kann dir einen Tipp geben. Mit der einen Hand greifst du nach dem Objekt der Begierde, mit der anderen fuchtelst du rum. Das lenkt sie ab. Du mieser kleiner Dieb! Verdammt, nichts wie weg. Ah, endlich. Ich habe auf dich gewartet, Fremder. Attila werde ich genannt. Aber ist es wichtig, wie ich heiße? Unsere Namen sind bedeutungslos. Durch deine Loyalität sind einige Gönner auf dich aufmerksam geworden. Und sie bieten dir eine Chance. Also nutze sie. Hallo, ich bin ein dreckiger Dieb. Ja, was willst du jetzt machen? Her mit der Kohle. Ja, ich bin ein dreckiger Dieb. Aha, was springt für mich dabei raus? Schau mal, ich bin ein dreckiger Dieb. Ja, ja, schon gut. Zeig mir den Taschendiebstahl. Tja, ich bin ein dreckiger Dieb. Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Dreckiger Dieb. Ich bin Cassia. Wenn du jemandem die Taschen ausleeren willst, lenke ihn ab. Quatsch ihn einfach an, sprich mit ihm. Einen betrunkenen Tagelöhner auszurauben ist was anderes als einen wachsamen Händler, klar? Wenn du dich natürlich ungeschickt anstellst, kriegt das mit. Also immer ruhig bleiben. Lass dich einfach nicht erwischen, okay? So, du willst also ein paar Leute um ihre Sachen erleichtern. Erst als Meister wirst du in der Lage sein, jemandem etwas aus der Tasche zu ziehen. Du solltest aber wissen, dass es selbst den Besten manchmal passiert, dass sie bemerkt werden. Ich mach dich fertig, du mieser Kleiner! Hallo, ich bin ein dreckiger Dieb. Ja, was willst du jetzt machen? Her mit der Kohle! Ja, ich bin ein dreckiger Dieb. Aha, was springt für mich dabei raus? Schau mal, ich bin ein dreckiger Dieb. Ja, ja, schon gut. Zeig mir den Taschendiebstahl. Tja, ich bin ein dreckiger Dieb. Schluss jetzt! Wo ist das Gold? Dreckiger Dieb! Na warte, du dreckiger Dieb. Dieb, dreckiger Dieb. Na warte, du dreckiger Dieb. Du dreckiger Dieb. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Steh auf und mach, dass du hier rauskommst. Hier rauskommst. Rauskommst.